Wer mit 2 Toren Rückstand am Ende mit einem Unentschieden vom Platz geht, der kann wahrlich stolz auf sich sein. Eintracht Frankfurt erkämpfte sich am vergangenen Samstag einen wohlverdienten Punkt gegen Tabellenführer Dortmund. Und an diesen Erfolg hofft die Mannschaft von Niko Kovac auch im Pokal anknüpfen zu können. Am 24. Oktober tritt die Eintracht gegen den Regionalligist Schweinfurt an. Es ist eine ganz andere Herausforderung, wie Sie auch sagten. Es ist ein Pokalspiel beim Viertligisten, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass Viertligisten auch Erstligisten aus dem Wettbewerb kegeln können. Sandhausen ist jetzt als Zweitligist in der ersten Runde ausgeschieden, sodass wir da ganz klar auch Obacht geben müssen. Das wird kein Selbstläufer, das wird sicherlich nach dem doch sehr kräftezehrenden Spiel am Wochenende schon auch Kraft kosten, dort auch die Motivation, die Konzentration, die Körperlichkeit hinzubekommen, dort einem Gegner dann auch seinen Stempel aufzudrücken. Die Frankfurter hatten sich durch einen 3:0-Erfolg beim TuS Erntebrück das Ticket für die 2. Runde im DFB-Pokal gesichert. Den Schweinfurtern gelang ein 2:1-Sieg gegen den Zweitligist SV Sandhausen. Der Viertligist Schweinfurt also gegen den scheinbar übermächtigen Bundesligisten Eintracht Frankfurt. So wie Schweinfurt, so möchten wir auch weiterkommen, das ist ganz klar. Ja, die Kleinen, der David möchte gerne den Goliath umstoßen. Ja, es ist, wie ich schon vorhin sagte, oftmals auch gelungen, aber ich gehe davon aus, dass das morgen nicht klappt. Deswegen finde ich das gut, dass das Selbstvertrauen so ist. Ich würde mir wünschen, dass der Gegner mitspielt. Ja, wenn der Gegner mitspielt, ist es für uns auch sehr, sehr viel schöner, sehr viel leichter. Und dann werden wir sehen, wer am Ende dann der Sieger sein wird. Auf einen wichtigen Mann muss Niko Kovac jedoch vorerst verzichten. Timothy Chandler zog sich beim Spiel gegen Dortmund im rechten Knie einen Riss im Außenmeniskus zu. Wie lange der 27-jährige Verteidiger fehlen wird, kann erst nach seiner Operation eingeschätzt werden. Ja, Timmy ist ausgefallen. Wir werden zusehen, dass wir das adäquat ersetzen. Wir haben dort 2 Alternativen, nachdem jetzt natürlich auch Danny da Costa noch verletzt ist, werden wir schon da gucken, dass wir den Richtigen dort aufstellen. Aber ich bin mir sicher, dass wir dort eine gute Alternative zu Timmy finden. Doch nicht nur Timothy Chandler fällt am Dienstag aus. Auch David Abraham ist für die nächsten 2 Spiele gesperrt. Wie Niko Kovac die beiden Spieler kompensiert, das sehen alle, die wollen, am Dienstag um 20.45 Uhr. Normal müsste ich mit dem Bier anstoßen, ne? Aber ich mach's mal mit Wasser. Hoch über den Wolken, selbst unten in der Erde, überall ist Sonnenschein. Mit bestem Service und wirklich faire Preisen werden wir Ihr guter Energieanbieter sein. ESWE. Darauf können Sie sich verlassen. ESWE. Komm.